Und das ist bereits passiert, seitdem der Land- und Leckerbus auf dem Hof Fortmann eingetroffen ist. Dorothee begrüßt die anderen Landfrauen und die Dreharbeiten beginnen. Dorothee und ihre Freundin Brigitte gehen in die Küche, um das Dinner vorzubereiten. Nun hängt alles an Andreas, er muss der Landfrau den Hof zeigen. Noch lacht er. Aber es artet in Schwerstarbeit aus. Um so ein leckeres Essen zu zaubern, müssen erst einmal die Erdbeeren im Folientunnel gesucht werden. Selbst jetzt im Oktober sind sie lecker und frisch. Andreas erzählt die Vorzüge des Folientunnels, so nach dem Motto: Am Ende des Tunnels ist noch Licht. Sein Lieblingsspruch? Andere mögen Kohlrabi, wieder andere Mörchen. Bei Land und Lecker auf dem Hof Fortmann gibt es hausgemachtes Eierlikörchen. Neugierig? Ein paar erste Fotos und Videos vom Dreh auf dem Hof zeigen wir auf Facebook und hoffortmann.de. Bitte teilen und fleißig weitererzählen.